So, da wären wir wieder. Ich habe rausgefunden, woran es lag, dass er das Holz nicht verfeuern wollte. Nämlich braucht man dafür einen extra Job, der nennt sich Woodburning. Den gab es auch damals schon, das habe ich einfach vergessen. Und jetzt flitzt er sofort dahin und verbrennt das ganze Holz. Das ist gut so. Jetzt müssen nur noch die Händler oben endlich verschwinden. Das haben sie schon angedroht, in Anführungszeichen, dass sie gleich gehen wollen. Und dann gucken wir mal, wie viele Waffen wir haben, wie viel Holz wir haben, wie viel Kohle wir haben. Und wie viel Metallbarren. Dann können wir auch anfangen mit dem Einschmelzen von Sachen, die wir nicht brauchen. Also zum Beispiel Käfigen, die wir eingekauft haben. Oder auch den Metallspielzeugen. Und da können wir hoffentlich anfangen, richtig gute Waffen zu produzieren. Denn wir haben ja schon zwei Zwerge, die sehr gut darin sind, Waffen und Rüstung herzustellen. Da hatte ich ja ganz am Anfang schon drauf geachtet, dass wir niemanden hochskillen müssen. Weil hochskillen, wenn man keine Erze auf der Karte hat, ist ziemlich übel. So, also hier ist das, was wir ausgewählt hatten. Das kennen wir ja schon. Können wir gleich wegklicken. Oh, und ich sehe sehr, sehr viele Betten auf dem Stockpile. Ist da was Gutes bei? Gucken wir mal. Ja, da ist ein neues Meisterhaftes bei. Noch ein zweites. Wir haben ja noch ein paar mehr Milizleute. Ja, noch ein Meisterhaftes. Der hat seinen Skill langsam richtig hoch. Noch eins und noch eins. Ja, sehr schön. Da können wir unsere ganze Miliz jetzt mit ordentlichen Betten versorgen. So, da, da. Muss jetzt nur noch gucken, wer jetzt noch kein Bett hatte. Das sollte ich nächste Folge, also besser in der nächsten Pause, wirklich mal machen. Also die restlichen Betten, die einigermaßen Qualität haben, hier überall verteilen und die jedem Zwerg zuordnen. Und dann mal auseinanderfriemeln, wer wirklich in welchem Bett schläft. Denn die Milizionäre teilen sich hier ja auch teilweise die Betten. Also die beiden Grunts und der Grunts und ein Howler und ja, es ist eine ziemlich wilde Mischung hier. Haben wir noch irgendwo einen Grunt, der kein Bett hat? Da ist noch einer. Und hier war irgendwo noch einer. Howler, Howler. Da ist noch ein Grunt ohne Bett. Und noch ein. Eigentlich haben wir langsam alle, oder? Also ich habe ja noch zwei, drei nachträglich eingeführt. Die sind irgendwie alle verheiratet, kann das sein? Also nicht alle miteinander, aber. Wir haben, glaube ich, keinen Soldaten, der keine Frau hat. Oder Mann oder was auch immer. Keine bessere Hälfte. Ah, das macht das Ganze ganz schön problematisch, denn Soldaten sterben eigentlich ziemlich schnell, wenn sie nicht super gut ausgerüstet sind. Dann kriegen wir Probleme. Wir sollten vielleicht auch langsam mal unter anderem die Gräber vorbereiten. Aber jetzt sieht es gut aus. Ich glaube, ich habe alle Milizen erwischt. Aber den Rest mache ich, wie gesagt, in der Pause. So, also, Zimmer haben wir. Haben wir die Tür noch auf der Liste? Ja, ich sehe da neue Türen. BD. Jetzt sind die Türen auch vollkommen durcheinander. Hier ist eine orangene Tür, da ist eine dunkelgraue Tür und da kommt gleich eine hellgraue Tür hin. Ja. Ich werde zwischendurch vielleicht ein, zwei Folgen machen, wo ich einfach nur solche Sachen mache, also Deko-Kram. So, was wollen Sie nächstes Jahr haben? Sie wollen Kriegshämmer, die werden wir nicht geben können. Wasserschläuche aus Leder werden wir Ihnen auch nicht geben können, beziehungsweise wollen. Das Leder brauchen wir selber. Sonst haben Sie nicht wirklich irgendwas, was wir leicht produzieren können. Das ist schade. Also produzieren wir weiter. Musikinstrumente? Ah, 140. Okay, dann steigen wir jetzt von Spielzeug auf Musikinstrumente um. So, neuer Befehl von oben, Jungs. Ihr macht jetzt nicht den ganzen Tag Spielzeug, ihr macht jetzt den ganzen Tag Musikinstrumente. Da, Instruments. Endlosschleife. C. Instrumente, Endlosschleife. So. Yeah. Was haben. Was war das jetzt schon wieder? Ein Howler ohne Namen, also ohne richtigen Namen, wurde besessen.
das war jetzt nur der Liaison. Und er hat wieder einen Craft Dwarfs Workshop besetzt. Also kommt wieder irgendwas raus, was wir nicht brauchen. Gucken wir mal, ob er jetzt alles hat, was er braucht. Er schnappt sich Holz. Ich glaube, das war gerade Fleisch. Und er scheint alles zu haben. Na gut, dann lassen wir ihn da mal eine Weile hocken und gucken, was bei rauskommt. Wo auch immer das letzte Teil gelandet ist. Was war das überhaupt? Das war eine Figurine aus Jet, ne? Behangen mit Jet und bestückt mit Jet und mit Jet dekoriert. Irgendwie so war das. Die müsste eigentlich irgendwo hier mit drin liegen. Aber gut. Stockpile oben ist okay. Was macht unser Knochenhaufen? Der wird nicht wirklich größer. Wir brauchen unbedingt mal eine ordentliche Belagerung. Dann laufen alle Goblins hier in die... Oh, oh, so nah wollte ich nicht anzoomen. Dann laufen alle Goblins hier in die Fallen rein. Wir haben dann lebendige Goblins, die wir irgendwo vom Turm stürzen. Und dann haben wir ganz, ganz viele Goblin-Knochen. Dann haben wir Goblin-Knochen. Das reicht mir schon. Aber ja, ich denke mal, das wird früh genug kommen. Oh, da müsste ich auch noch überall Türen setzen. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Eine Mahagoni-Krone. Okay. Stopp. Wir wollen gucken, wo das Ding ist. Ist das Isigoris? Ja, das ist die Glittercrafts Mahagoni-Krone. Dies ist eine Mahagoni-Krone. Es ist von höchster zwergischer Qualität. Es ist mit Bändern aus Oktagon, also aus irgendeinem Edelstein, verziert. Es hat das Bild von Udi Marktrumpets, dem Zwerg und einem Blaufisch in Mahagoni. Udi Marktrumpets umarmt den Blaufisch. Ha. Okay, wer auch immer Udi Marktrumpets ist. Ist das einer von uns? Haben wir einen Udi Marktrumpets? Und ich zoome schon wieder ran. Ah, ich spiele zu viel Gnome-Spiele. Udi Gnab irgendwas? Ich sehe keinen Udi. Also wird das wohl irgendein anderer Zwerg aus irgendeiner anderen Festung sein. Dafür ist übrigens dieser Legends-Modus ganz gut. Also wenn man es wirklich wissen will, das ist ja auch dahingestellt, ob man das will oder nicht. Aber wenn man es will, kann man es halt da ganz gut nachgucken. Und hier habe ich vergessen, das wieder zu designieren. So. So, sind die endlich weg? Nee, die sind immer noch da. Na okay, ich pausiere auch zu häufig. Besser gesagt, das Spiel pausiert zu häufig für mich. Können die Militärs auch, nachdem sie ihre kleine Pause genossen haben, ein bisschen losschicken und die Tierwelt nerven? Dafür gab es früher eine richtige Option, ob man die Tierwelt angreifen will oder nicht. Ich glaube, das wurde jetzt automatisch abgestellt. Aber so könnten wir ganz einfach trainieren. Also wir schicken sie einfach los, die Lungenfische hier umzubringen. Die sind ja keine wirkliche Bedrohung. Und diese komische Echse da, die hatten wir glaube ich auch schon mal umgebracht. Da hatten wir noch gar keine Waffen. Und so gehen wir halt immer Schritt für Schritt die ganze Karte ab. Irgendwo waren hier noch Wildschweine. Guck grad mal, aber ich sehe die Herden nicht. Normalerweise erkennt man die recht leicht, wenn man weiß, wonach man gucken muss. Weil sie sich halt bewegen. Da flitzt irgendwas durch die Gegend. Und es ist ein Waschbär. Ja genau, sowas könnten wir auch töten. Oder es zumindest versuchen, weil die sind hier recht flott teilweise. Und da gehen die Karawanen weg. Sehr schön. Das dauert jetzt noch ein bisschen... Und was machen die Fässer da oben? Oh, ich habe vergessen, bei dem Stockpile die Fässer rauszunehmen. Also Typ. Barrels, wo seid ihr? Da, Barrels. Weg mit den Barrels, damit ihr schön nach oben kommt. Was sagen eigentlich unsere Vorräte? Wir haben 913 zu trinken. Dafür nur 301 essen. Was sagt die Kitchen? Wir könnten anfangen... Oh, oh. Das Trinken hier soll verkocht werden. Nee, 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 nee. Das bleibt schön so, wie es ist. Also ja, wir haben zwar zu viel zu trinken, aber trotzdem verkoche ich ungern Alkohol.
Also zum einen ist es ziemlich komisch, denn man kann Zwergenwein und Zwergenbier und Zwergenrum vermischen und da kommt was Essbares bei raus. Fragt mich nicht, wie das geht. Irgendwann war es im Gespräch, dass man mindestens eine feste Komponente haben sollte. Dann war das nächste Argument, okay, dann nehme ich halt Fett und Alkohol. Was ja auch recht lecker ist. Aber Zwerge sind ja nicht so happig. Und guckt euch mal das Gewusel an aus Hunden, Kindern, Zwergen und was weiß ich. Ja, wir sollten noch mal ein paar Pens festlegen. Und zwar hier unten am besten. Also I. Hier hatten wir die Trainingseinheit. Dann kommen hier jetzt mal die Welpen hin. N, Shift N. Oder andersrum. Wir tun hier einfach alle anderen Hunde hin. Da müssten die Welpen automatisch kommen, denn sie bleiben immer in der Nähe von ihren Eltern. Oder meistens. So, die werden ja auch bald alt. Hoffentlich, denn wir brauchen mehr Hunde. Viel mehr Hunde. So, das müssten alle gewesen sein. Und die können auch noch hier runter. So, dann ist es oben in der Dining Hall ein bisschen übersichtlicher. So, und die Hunde wissen alle nicht, wo es hingeht. Deswegen sieht man überall die Fragezeichen. Was haben wir eigentlich noch an Langzeitprojekten? Ich wollte immer noch die Müllabfuhr machen. Ich warte immer noch darauf, dass hier oben... Yes! Ah, ne, doch nicht. Ah, schade. Also nicht die Nachricht, dass wieder neue Diebe da sind. Nein, nein, das nicht. Auch wenn es für unser Militär natürlich eine gute Nachricht ist. Nein, ich meinte eigentlich die hier Nachricht hier. Aber ich habe mich verlesen. Ich hab gelesen, dass die Katze seit einer Woche verschollen ist. Aber stattdessen war es eine Ziege. Doof. Na gut, Pause. Militär aktivieren. Die sind noch aktiv. Wie jetzt? Die stehen noch auf aktiv. Na gut. Oder ich habe mich gerade verklickt. Dann bewegt euch mal hier hin. Sozusagen als Sammelpunkt. Und sobald wir genug da haben... Was machen die mit den... Achso, die Katzen werden rausgebracht. Okay. Und ein Wildschwein ist seit einer Woche vermisst. Okay. So, wir haben jetzt schon 4 Kämpferzwerge am Eingang. Jetzt bräuchten wir nur noch einen neuen Goblin. 5, 6, das müssten gleich alle gewesen sein. Jetzt kommt keiner mehr. Sagt die Einheitenliste. Goblin Dieb. Yay, wir haben ihn eingefangen. Sehr schön. Zoom. Hier oben, bei uns im Stockpile, ist jetzt der Goblin eingesperrt. Das ist doch toll. So, dann deponieren wir den gleich mal. Ich drücke mal B und J. Setz den hier hin. Und zwar drücke ich X und kann jetzt den Käfig auswählen, den ich setzen will. Und dann nehme ich den Käfig mit dem Goblin drin. Das müsste eigentlich hier markiert sein. Genau. Jetzt schicke ich meinen gesamten Militärtrupp hier oben hin. Zack. Nur für den Fall, dass irgendwas schief läuft. So. Versucht böse auszusehen, Jungs. Jetzt, wie war das? Man kann den Goblin die Waffen abnehmen. Ich glaube, das war... Erstmal designiere ich jetzt hier eine Garbage-Zone. Garbage-Dump. Dann drücke ich jetzt D, B, D für Dump. Ziehe hier einmal drüber. Drücke dann K. Und warum ist der nicht gedumpt? Ha. Warte ich kurz ab, ob jemand jetzt kommt, ihm was abnimmt. Anscheinend nicht. Und die Jungs kriegen Hunger und Durst. Also da ist der Goblin jetzt drin. Wir könnten ihn freilassen, das wollen wir nicht. DB. Ach, ich habe das falsche Dump gedrückt. So, ist jetzt der Käfig als Dump designiert? Auch nicht. Das irritiert mich. Vielleicht geht das nicht mehr. Das wäre natürlich ärgerlich. Also mein Plan war es eigentlich, dass ich jetzt mit dem Dump-Befehl über den Käfig rübergehe. Dadurch werden alle Gegenstände da drin, also der Goblin auch und seine gesamte Ausrüstung, als gedumpt definiert.
Das heißt, die werden auf den nächsten Garbage-Pile gebracht. Also andumpen wir danach den Käfig und den Goblin. Das heißt, alle seine Ausrüstungsgegenstände werden dahin gebracht und er ist eigentlich nackig im Käfig. Das war mein Plan gewesen. Klappt aber nicht mehr wirklich. Aber es gibt jetzt kurz einen kleinen Cut und dann schaue ich mal im Wiki nach, ob da irgendwas geändert wurde. Also bis gleich.